Okay, jetzt geht's. Ist alles gut. Es kann losgehen. Ja, jetzt bin ich Nee, es aber kann weg. losgehen. Wir sehen Sie. Genau. Ja, aber ich sehe, ich habe jetzt keinen Präsentationsmodus mehr. Jetzt. So. Geht es jetzt noch? Ja, prima. Gut. Alles klar, dann fangen wir Vielen an. Dank. Ja, gerne. Ja, schönen guten Abend an das Auditorium. Ja, es geht weiter mit Teil 4 der Bergbauprägung, die ich vorstellen möchte. Ich hatte ja im Erzgebirge angefangen mit zwei Teilen, dann Sachsen-Anhalt, außer den Harz, der war da ausgenommen. Und jetzt geht es weiter mit thüringischen Bergbauprägungen. Wenn Sie da noch mehr Vorträge von mir haben möchten, dann müsste es mal Richtung Westen gehen, also Westerwald, Schwarzwald und so weiter, ja. Das wären dann auch Themen, weiß nicht, ob die da so interessant sind, aber jetzt machen wir erstmal Thüringen. Ich hatte diesen Vortrag ja schon zusammen mit dem Sachsen-Anhalt mal bei Ihnen gehalten, auf Ihrem Arbeitskreis in Schloss Ettersburg war das, glaube ich, und ein paar Jahre her. Und jetzt machen wir das hier. Ich fange wie immer an mit dem Bild hier. Bergbaugepräge, was ist das überhaupt? Ja, das haben wahrscheinlich alle von Ihnen schon gehört, deswegen mache ich es auch kurz. Das sind Münzen oder Medaillen, die entweder die Herkunft des Metalls bezeichnen, Berg- und hüttenmännische Motive zeigen oder Personen mit Bezug auf Bergbau, prominentester Vertreter Agricola zum Beispiel. Aber auch Goethe im Prinzip. Ne? Dann gehört im weiteren Sinne Flussgold dazu, Salzbergbau, Salinen, Tunnelbau, weil dort bergmännische Techniken verwendet werden, also bergbauliche Techniken. Und der Begriff Ausbeutetaler kann eigentlich nur verwendet werden, wenn das Bergwerk in der Gewinnzone war, also nach der Zubuße, die Investition, das Bergwerk aufzufahren, und wenn dann der Break-Even-Point erreicht war und Ausbeute, also Gewinn gemacht wurde, dann wurde das oft in Form von Ausbeutetalern, die dann natürlich auch bergmännische Motive haben müssen, zum Beispiel Segen des Bergbaus oder so etwas draufsteht, dann eben ausbezahlt. Es gibt ja prominente Vertreter von Preußen, die Mansfelder Bergsegentaler, die sächsischen Bergsegentaler und auch die aus dem Schwarzwald von Baden gibt es auch Ausbeutetaler des 19. Jahrhunderts. Und die Andreasberger kann man auch dazu rechnen aus dem Harz. So, also alle diese Ausbeutetaler, wenn sie denn die bergbaulichen Motive zeigen oder den namentlich erwähnen, dann sind es natürlich auch Bergbau geprägt. Literatur für diesen Vortrag ist natürlich ganz essentiell Arnold und Quellmals. Habe ich auch schon beim. Ups. Jetzt ist bei mir wieder aus. Bin ich rausgeflogen? Ah, Sorry. jetzt haben wir sie wieder. Jetzt war ich irgendwie gerade draußen, warum auch immer. Also, es geht weiter. Literatur, Arnold und Quellmals. Arnold war ja der Leiter des Münzkabinetts in Dresden, soweit ich weiß. Und Quellmals war dann so eher derjenige, der Geologe und Bergmann, der also da die bergbaulichen Begriffe reingebracht hat. Das Buch ist noch zu DDR-Zeiten 78 erschienen und ist nach wie vor sozusagen die Bibel für dieses Sammelgebiet. Zumindest für diese alten Prägungen. Die Freiberger machen ja sehr viele neue Bergbauprägungen, auch von Thüringen gibt es einige neue, moderne Medaillen. Gut, es gibt noch eine zweite Literatur, die stelle ich ganz am Schluss nochmal vor, das Buch von Lothar Schumacher, was ja kürzlich erschienen ist, wo es speziell um Goldprägung geht und da kommen ja jetzt hier auch einige vor. Aber fangen wir erstmal an. Na? Jetzt. Für die, die nicht aus Thüringen sind, jetzt hier möchte ich mal ganz kurz Thüringen vorstellen, und zwar das bu heutige Bundesland Thüringen. Das ist ja zur Orientierung schon eigentlich ganz gut. Thüringen stößt also im Norden an den Unterharz mit Nordhausen, im Süden dann an die Rhön im Südwesten, Rhön, Grabfeld, dann kommt hier praktisch der Thüringer Wald hier natürlich, thüringische Schiefergebirge. Und dann hier das Vogtland, naja, und dann geht es weiter dahinter mit dem Erzgebirge weiter östlich. Und hier ist die Thüringer Senke. Sie sehen das hier oben auch an der Karte, den Thüringer Wald, ein Gebirgszug. Hier so Anfänge der Rhön und hier eben die Thüringer Senke. Wenn man die A4 lang fährt, dann sieht man all die Städte Eisenach, Gotha, Erfurt, Weimar, Jena und Gera, also sehr wohlklingende Namen. Die bergbaulichen Aktivitäten konzentrieren sich natürlich hauptsächlich hier im Süden, da wo das Gebirge anfängt.
Ich werde eine Medaille vom Glücksbrunnen vorstellen, hier ganz im Westen. Dann kommen hier natürlich die großen Gebiete Ilmenau und Saalfeld, dann Reichmannsdorf, das sind Goldprägungen, Goldisthal ebenso. Und ganz im Osten dann noch Kleinreinsdorf und Blankenburg hier noch bei Saalfeld. Wir haben es hier hauptsächlich auch mit Kupferschiefer zu tun, hier in diesem Gebiet am Rand. Also Ilmenau, Saalfeld, da sind Kupferschiefer vorkommen, wo dann eben auch Silber vorgekommen ist. Ich hatte das ja ausführlich in dem letzten Vortrag von Sachsen-Anhalt, also Mansfeld, beschrieben. Deswegen verzichte ich hier drauf. Das können Sie in dem Vortrag gerne nochmal nachlesen und hören, nachanschauen. Also Reichmannsdorf Gold, Goldisthal ist Gold und Kleinreinsdorf, das sind hydrothermale Lagerstätten, Silberlagerstätten, aber das andere hier ist ein Kupferschiefer. Jetzt bin ich wieder rausgeflogen. Bis zum Verzweifeln. Da hat jemand anderer jetzt gerade uns den Bildschirm geteilt. Aha. Ähm, Dann der gebe ich Herr nochmal frei. Bauder. Jetzt geht's wieder. Gut, also, dann mache ich mal weiter. Vielleicht liegt das auch dran, dass ich mit der Maus hier, die Maus benutze ich als Zeiger, aber würde eigentlich gehen. Okay, fange ich mal an jetzt. Na, jetzt macht er aber wieder nichts. Also irgendwie habe ich noch keine Kontrolle. Jetzt. Vielleicht nochmal zu Thüringen zu sagen, das ist jetzt eine Karte, die etwa so Thüringen im Kaiserreich wiedergibt, ja, also 1871 bis 1918. Zur Thüringer Geschichte ganz kurz: Thüringen im Jahre 1485 gab es ja eine Teilung, eine sächsische, in eine ernestinische kurfürstliche und eine albertinische herzogliche Linie. Die ernestinische, das waren eben diese thüringischen Staaten. Und die albertinische, das war dann so Erzgebirge Sachsen. Das, 1547 in den Schmalkaldischer Krieg, Glaubenskriege nach der Reformation, war diese legendäre Schlacht bei Mühlberg. Bei der hatte Kaiser Karl V. zusammen mit der albertinischen Linie praktisch den Schmalkaldischen Bund geschlagen, Hessen und eben die ernestinischen Sachsen. Und dadurch wurde die Kurwürde dann. Haben die Ernestiner verloren und die wurde nach. Geht schon wieder. Es tut mir leid, irgendwie ist hier heute der Wurm drin. Jetzt hat auch jemand Ja. andere jetzt. Ja. Also gut, das ist wie gesagt. Und das führte dann dazu, weil ja die kurfürstliche Linie. Die Goldene Bulle regelte ja, dass die Kurfürstentümer nicht geteilt werden durften durch Erbteilung, weil die natürlich immer mit einer Stimme die Königswahl machen sollten. Goldene Bulle von 1356 unter Kaiser Karl IV., der Luxemburger, der in Böhmen residierte, in Prag. Und als dann die ernestinische Linie diese Kurwürde verlor, gab es da natürlich heftige Erbteilungen und das führte zu diesen ganzen sächsischen Kleinstaaten, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Coburg-Gotha, Sachsen-Altenburg. Dann war ein Teil hier oben, das Blaue, das war auch preußisch dann, Regierungsbezirk Erfurt und Kassel, ne, das war ja schon dann preußisch. Und dann haben wir die anderen Linien noch, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen, Preuß, die ältere und die jüngere Linie. Ja, also wie gesagt, diese ganzen thüringischen Teilstaaten hier, und die spielen ja nachher noch eine Rolle. Zu Reuß fällt mir jetzt nur gerade ein, dass ja da kürzlich irgendein Fürst aus dem Hause versucht hat, hier einen Umsturz in Deutschland zu machen, aber ich glaube, das haben sie rechtzeitig verhindert, ja, dass der jetzt hier König von Deutschland wird. Das war ja diese Geschichte mit den Reichsbürgern. Okay, jetzt kann ich wieder nicht weiter drücken. So, jetzt. Hier haben wir jetzt mal, ist nochmal ein Ausschnitt aus der Karte, die ich schon gezeigt hatte. Ich fange jetzt mal an. Also hier, wir sind im Thüringer Wald und es gibt eine Prägung aus Glücksbrunn. Und zwar, das ist eine Medaille von, können Sie das Bild ganz sehen? Ah ja, jetzt sieht man es, das war vorher abgedeckt. Sachsen-Meiningen, das gehörte zu Sachsen-Meiningen. Unter Ernst Ludwig I., 1706 bis 24, Medaille auf die Glücksbrunner Bergwerke.
Die ist von dem legendären Christian Wermuth, der ja auch Stempelschneider war in Gotha. Der hat also, und das Stück ist auch in Gotha geprägt, eine Klippe aus Kupfer und die Maße und Gewicht steht alles unten, Metall und die Münzprägestätte in Grün. Da steht: Gott segne und erhalte die Glücksbrunner Bergwerke, woraus dieses Metall gewonnen. Also auch, müsste auch so in die Richtung Kupferschiefer gehen. Also aus Kupferschiefer, und da ist diese Medaille. Auf der linken Seite sehen wir einen Bergmann mit einer Erzmulde. Also auf der Schulter trägt er praktisch Erze. Und das Stück ist von 1715. Ein recht seltenes Stück. So, dann gehen wir gleich weiter. Und zwar kommen wir jetzt, jetzt müsste, glaube ich, schon, ja, jetzt kommt Ilmenau mit Henneberg. Ilmenau gehörte also zur Grafschaft Henneburg. Das ist hier das blau umkreiste Gebiet. Also auch Kupferschieferprägungen. Diese Kupferschiefergruben waren natürlich nicht so ergiebig wie die Mansfelder, das Mansfelder Revier, das ist klar. Vielleicht ganz kurz zur Geschichte von Henneberg. Ich zeige Ihnen auf dem Bild die Burg Henneberg, die Stammburg, oben die Ruine, und dann darunter das Schloss Bertholdsburg in Schleusingen. Das war also auch eine Residenz der Henneberger. Henneberg wurde, Sie können es hier lesen, 1078 und 96 erstmalig erwähnt, war eine Grafschaft, wurde dann 1274 geteilt, 1310 in den Fürstenstand erhoben, also Grafen wurden Fürsten. Als Residenzstädte galten Schmalkalden, Coburg, Suhl und Meiningen. Kennt man alle die Städte noch als Residenzstädte später? Nach dem Aussterben 1583 fiel das an Sachsen, und zwar 7/12 an die Ernestiner und 5/12 an die Albertiner. Es wurde aber bis 1660 gemeinsam verwaltet, und das Bergregal, also das Recht, Bergbau zu betreiben, das blieb auch weiterhin gemeinschaftlich. Eine zweite Bergbauperiode setzte ein 1680 bis 1739, eben Kupferschiefer hatte ich erwähnt, und 1691 wurde dann die Münzprägestätte in Ilmenau errichtet, woraufhin eine sehr rege Münzprägetätigkeit dort einsetzte. Und 1784 bis 1812 gab es nochmal eine dritte Bergbauperiode, die war nicht mehr ganz so ertragreich. Und der Leiter des Bergbaus war in der Zeit Johann Wolfgang Goethe. So, ich zeige Ihnen mal von Sachsen-Henneberg eine Reihe von Prägungen jetzt. Das sind so verschiedene Stempelvarianten hier, die Form des Wappens und die Krone, der Fürstenhut, der ist also unterschiedlich groß. Aber was zu sehen ist, ist immer eben die Henne, das Wappentier der Henneberger. Und auf der Wappenseite, also auf dem Henneberger Wappen steht: Gott segne das Bergwerk zu Ilmenau. Also das macht es zur Bergbauprägung. Und auf der Wappenseite, wo das sächsische Wappen ist, denn das war ja schon unter sächsischer Herrschaft, steht: Fürstlich Sachsen, Henneberg, Sachsen, Henneberg, gesamte Münze, also gesamt heißt gemeinschaftlich, ne? Weil das ja von den beiden sächsischen Linien gemeinschaftlich ausgeprägt wurde. Und Henneberg gab es ja eigentlich zu der Zeit schon nicht mehr. Aber sie haben das natürlich unter Henneberg weiterhin dargestellt. Ein Drittelkorantaler von 1693, also ganz, das war direkt nach der Eröffnung der Münze 1691. Da steht also dann drauf: Dei Gratia, auf der Seite mit dem sächsischen Wappen: Dei Gratia, ducum Saxoniae moneta communis Hennebergensis. Also das, was ich eben auf Deutsch vorgelesen hatte, gemeinschaftliche Henneberger Münze, von den sächsischen, also Sachsen und Henneberg gemeinschaftliche Münze. Ja, das ist praktisch dann auf Lateinisch. Und hier auf der Seite steht: Felix Fodinarum Ilmenauiensum Reparatio. Das heißt, die glückliche Wiederherstellung der Ilmenauer Gruben. Ja, das ist dann das, was eigentlich so immer wieder auftaucht als der Spruch auf diesen Münzen. Das war jetzt der Drittelkoranttaler. Hier stehen Maße und Gewicht. Gehen nochmal zurück. Diese 2 Groschen, die waren 437er Silber, also 44% Silber, hoher Kupferanteil. Und die Dritteltaler, die waren dann 750er Silber. Münzmeister war übrigens Sebastian Altmann, der aber immer mit BA signiert. Ich habe noch nicht herausgefunden, warum es so ist. Vielleicht hieß er auch Bastian Altmann, keine Ahnung.
Und zwei Drittel Korantaler, ganz ähnliches Bild. Die Henne, die sieht mal eher aus wie ein Küken hier, aber ansonsten die gleiche Beschriftung und die sind alle von 1692. Sind nicht so arg selten. Sind halt verschiedene Stempelvarianten. Das heißt, es wurde eine hohe Stückzahl geprägt und die Stempel haben sich entsprechend abgenutzt. Hier nochmal zwei Drittel Korantaler von 93 und 94, seltenere Jahrgänge. Auch da die gleiche Beschriftung. Können wir eigentlich dann schnell weitermachen. Was interessant ist, ist, diese Münzen waren also sehr hoch. Gebiete, wofür sie eigentlich gedacht waren, um, nämlich auch im fränkischen Kreis, im fränkischen Reichskreis, und zwar in Nürnberg. Und die haben dann einen Gegenstempel. Die wurden also geprüft, geguckt, dass der Feingehalt stimmte und das Gewicht. Und dann haben die einen Stempel bekommen, 60, der Gulden war ja 60 Kreuzer. Und dann hier FC, Fränkischer Kreis, und das N hier für Nürnberg. Also die Stadt Nürnberg hat dann diese Münzen akzeptiert, hat einen Gegenstempel verpasst. Und dann durften die auch in Nürnberg umlaufen. Hier sieht man es noch ein bisschen besser hier unten. FC 60 und N Nürnberg. Es gab auch, die liefen auch im Rheinland um bis Köln und haben dann entsprechend einen Stempel auch von Köln bekommen. Dieses verschlungene Wort hier, das soll Köln oder Colonia abgekürzt heißen. Also der Gegenstempel von Köln. Die sind dann natürlich da, wo sie durchgedrückt waren, entsprechend dann stärker abgenutzt. Aber trotzdem geldgeschichtlich hochinteressante Stücke. Es gibt auch Stücke oder ganz selten, wo ein Nürnberger und ein Kölner Stempel drauf ist. Das ist dann schon eine Rarität. So, dann kommen wir zu einer ganzen Reihe von Talern. Die Taler, da gibt es also sehr viele Varianten. Und auch hier haben wir wieder Moneta, Nova, Ducum, Saxoniae, Henneberg, GK. Also eben wieder die neue Münze der Herzöge von Sachsen-Henneberg. Und hier steht die Jahreszahl, 1693 ist das hier in dem Fall. Wir sehen hier zwei Bergleute, die erkennt man ja, kennen Sie schon von den sächsischen Talern, immer an dem sogenannten Arschleder hier, das ist das Symbol der Bergleute. Und die halten hier das Wappen, auch hier wieder das sächsische und das hennebergische Wappen. Geprägt sind die, wie gesagt, alle noch unter Sebastian Altmann in Ilmenau. Wir sind also immer in den 90er Jahren bis zu 1700 etwa. Und ich erspare Ihnen und mir jetzt hier diese ganzen lateinischen Umschriften hier aufzulösen. Ich zeige einfach mal die verschiedenen Typen von Talern, die es da gab. Da war jeder Jahrgang praktisch anders. Hier haben wir noch einen 93 mit einem anderen lateinischen Wahlspruch. Die Henne, hier dieses Jehova-Zeichen da in der Sonne, kennen wir auch von hessischen Weidenbaumtalern zum Beispiel. Und hier wieder das Münzmeisterzeichen. Und auch von 93 noch, hier sieht man schön auch die beiden Bergleute, wie die beiden Wappen halten. Wieder ein anderer Wahlspruch. Die Wappenseite wieder relativ gleich, aber die Henne, da gibt es jetzt wieder einen anderen Wahlspruch. Ich gehe da nicht näher drauf ein. Ach so, was ich sagen sollte, ist, dass die Taler sind alle so etwas relativ breit, also haben so 45, 46 mm. Und das sind Reichsspezies-Taler. Nämlich, das war ja eine Neuntel Mark Feinsilber und eine Achtel Mark Raugewicht. Ja? Und wenn man, eine Mark war ja diese kölnische Gewichtseinheit, circa 234 Gramm. Und wenn man eine Achtel durch ein Neuntel teilt, dann kommt man auf den Feingehalt von 889. Ne? Das ist 8 durch 9. Also die mussten ein Raugewicht von einem Achtel, also 234 Gramm durch 8 haben und ein Feingewicht von 234 Gramm durch 9. Das besagt diese Ausbeutespezies-Taler hier. Die sind also noch höherwertiger als die Taler Teilstücke, die mit 750er Silber angegeben waren. Ein weiteres Exemplar, wieder ein neuer Wahlspruch von 16, jetzt sind wir bei 95. Moneta, Nova, Ducum, Saxonia, das bleibt also alles gleich. Und die Bergleute, auch die Helmzieher von den Wappen bleibt gleich. Dann haben wir, das ist nochmal so eine Besonderheit, das sind sogenannte Dicktaler. Die sind praktisch mit dem Stempel, ein Halbtaler, der mit dem Stempel vom Vierteltaler gestempelt ist. Und weil der ja kleiner ist im Durchmesser, muss er natürlich dann dicker sein, um das Gewicht auf das Gewicht zu kommen. Und das gleiche gilt für den Taler, der mit dem Halbtalerstempel geprägt ist.
Wir sind jetzt bei 1696. Wir sehen hier auf der einen Seite nur die Helmzier jetzt noch und auf der anderen Seite dann nur das Wappen. Hat man also dann sozusagen auf Vorder- und Rückseite dann verteilt, ja, und die Bergleute weggelassen. Und hier steht aber drauf nach dem alten Reich Schrot und Korn. Das heißt, damit soll der Schrot und Korn, das eine ist das Rauen, das andere das Feingewicht. Und das soll nochmal garantieren, dass das wirklich auch entsprechend der Münzkonvention, also der Feingehalt des Silbers sozusagen und das Raugewicht garantiert wird. Das sind also diese Dicktaler- und Halbtalerprägungen. Jetzt geht es weiter nochmal mit 1696, wieder die Henne auf dem Berg und hier wieder das alte Motiv mit den Bergleuten, die das Wappen halten. Sie sehen, da ist eine Vielzahl von Prägungen. Der ist vielleicht ganz interessant, weil der hat eine deutsche Umschrift. Die lese ich jetzt dann doch mal vor, hier auf der Hennenseite. Das kann man vielleicht nicht so schnell lesen, deswegen lese ich es mal vor, weil Gottes Flügel selbst nach selbst mich hegen, fange ich an, mehr und mehr zu legen. Das soll sich natürlich auf die Ausbeute des Silbers auch dann beziehen. Ja. Und hier wieder die Ausbeutetaler, die Umschrift. Ja, das Stück fällt ein bisschen aus dem Rahmen. Es ist auch ein bisschen kleiner und deswegen auch etwas dicker wieder, erfüllt sonst aber auch den Speziestaler. Das ist das einzige dieser Serie, der einzige Taler, der eine bergbauliche Szene zeigt. Die Fotos sind übrigens alle aus Auktionskatalogen. Ich habe es nicht überall dazu geschrieben, das müsste ich nochmal raussuchen. Sind auch diverse Stücke natürlich von der Leipziger Münzhandlung dabei. Das hier ist jetzt von Künger, wie man an dem Logo sieht. Ich habe es manchmal auch dann dazu geschrieben, welche Auktion das direkt war. Hier ist halt interessant natürlich die bergbauliche Darstellung, die Henne auf dem Berg hier oben. Und dann hier haben wir ein Göpelwerk, das ich auch das letzte Mal schon erklärt. Das ist praktisch so eine Schachtförderung. Hier laufen Pferde im Kreis und bedienen eine Winde. Und dann kann man dann hier praktisch ja, das Erz hochziehen, den Eimer. Hier ist auch noch eine Fahrkunst und hier ein Wasserrad, genau. Und die Fahrt hier nach unten, die Leiter. Ja, das Wasserrad hier oben. Und hier die Bergleute, die Hauer dann beim Abbau im Stollen und hier dann die Verladung des Erzes mit dem Karrenläufer. Also sehr schöne bergbauliche Szenen. Das ist noch ein seltenerer, der ist nicht so hübsch erhalten. Selten. Ja, geht halt weiter. Hier auch nochmal die Inschrift nach altem Reich Schrot und Korn. Und ja, die sind dann also immer, sind immer dieselben Bildelemente, die da drin vorkommen. Hier nochmal ein Halbtaler von 1701. Jetzt sind wir schon an der Wende zum neuen Jahrhundert. Auch wieder mit dem alten Schrot und Korn auf der linken Seite dargestellt. Ja. Und schließlich nochmal zwei Halbtaler und ein Taler, oder sind das auch wieder Dicktaler wahrscheinlich hier, von 1700 bis 1702. Ne, das sind einfach verschiedene Jahrgänge, genau, die habe ich nur verkleinert, damit sie draufpassen, weil das Bild sehr ähnlich ist. So, damit verlassen wir mal Henneberg, Ilmenau und kommen als nächstes, lass mich wieder gucken, nach. Ja, also da ist Reichmannsdorf, Saalfeld, Ilmenau drauf. Ah, nach Saalfeld kommen wir jetzt. Zeige Ihnen hier mal eine Merian-Ansicht von Saalfeld um 1650. Die finden Sie natürlich überall im Internet. Die Gebäude finden Sie nämlich später dann auch auf den Talern. Deswegen zeige ich Ihnen das mal hier. Das ist der sogenannte Hohe Schwarm. Das ist das alte Schloss. Dann haben wir hier noch ein Schloss, Schloss Kitzerstein heißt das, dann das Rathaus, das müsste das Gebäude sein. Ja, genau, D, das Rathaus. Dann geht es weiter. Die Kirche St. Johannes, das Blankenburger Tor, dann das Residenzschloss und dann noch die Gertrudiskirche. Und N müsste noch das Benediktinerkloster sein, genau. Und das ist die Gertrudiskirche hier oben. Okay, das also mal die Stadtansicht und vorne natürlich charakteristisch die Saalebrücke mit dem Stadttor dann hier auch.
Und hier, das sind heutige Aufnahmen, also der hohe Schwarm ist ja noch charakteristisch, wenn auch nur die Fassade hier steht, die ist wahrscheinlich auch ein bisschen restauriert, aber eigentlich sehr schön. Dann der Marktplatz mit dem Rathaus hier, haben Sie ja bei Merian gesehen, und das hier müsste dann praktisch die, ja, was ist es, ich glaube, es ist die Nikolai, oder ein Kloster, das ist auch eine Klosterkirche hier. Die Taler, das sind Ausbeutetaler, die haben immer die Inschrift A Sole Saal. Und das habe ich, das ist eigentlich ein interessantes, eine interessante Sache. Das heißt eigentlich Salz der Sonne. A Sole, von der Sonne das Salz. Aber das hat natürlich mit Salz nichts zu tun, weil Salz, Salin oder sowas gab es da nicht. Das ist also eher, da habe ich eine alte Abhandlung drüber gefunden. Der Spruch wird nämlich meistens nicht erklärt. Ich habe eine alte Abhandlung von 1928 aus den Berliner Münzblättern gefunden. Und da wird geschrieben, dass das ein alchemistischer Begriff ist. Das Salz ist also alchemistisch zu verstehen. Genau wie er aus Porzellan, Böttger aus Porzellan, also Gold herstellen wollte, hat er ein Porzellan gefunden. Das waren so diese alchemistischen Versuche. Das soll also schon auf die Ausbeute, den Silberbergbau spielen. Aber hat mit Salz jetzt natürlich hier nichts zu tun. Hier sehen wir dann die Gebäude, die ich eben auch bei Merian gezeigt hatte. Hier irgendwo muss das Rathaus sein. Und dann halt hier entsprechend diese Gebäude, die ich Ihnen schon auf der Merian-Karte gezeigt hatte. Auch hier gibt es wieder ganz viele verschiedene Typen. Also wir haben es hier mit Sachsen-Saalfeld zu tun, mit der Saalfelder Linie. Johann Ernst, 1680 bis 1729, und das ist der Ausbeutetaler von 1712. Also auch hier Kupferschiefer, Bergbau, Feingehalt ist nicht gemessen worden hier, aber es müssten auch Speziestaler sein. Es ist jetzt immer, es gibt verschiedene, also ein jüngeres und ein älteres Porträt hier auf der Seite, und es gibt auch, also auf der Johannes Ernst, Herzog von Sachsen. Wie gesagt, das waren also Herzöge, und hier immer diese Saalfelder Stadtansicht in verschiedenen Blickwinkeln und die Gebäude unterschiedlich stark hervorgehoben. Sie sehen auch, dass der hohe Schwarm hier zum Beispiel sehr zusammengedrückt ist, also sehr überhöht dargestellt ist. Dieses alte Schloss, was wir da gesehen hatten. Das ist also 1714 und 16. 1720. Ja, also die Seiten auch immer gleich. Der Johann Ernst, der ist da auch immer ein bisschen dann zunehmend älter dargestellt hier. Wir sehen hier übrigens auch das Wappen von Kleve und Jülich. Das spielt also auch eine Rolle. Das sehen wir nachher auf den Goldmünzen noch. Da werde ich dann näher drauf eingehen. Denn das gehörte auch zu der Zeit eben zu Sachsen-Saalfeld. Ja, die Münzprägestätte muss übrigens hier gewesen sein im Franziskanerkloster, das muss ich auch hier auf der rechten Seite irgendwo befinden. Kann es jetzt nicht so aus identifizieren. Ja, hier haben wir dann das ältere Porträt, nicht mehr mit dieser Barockperücke, 1720 noch. Aber auch hier wieder der hohe Schwarm mit den beiden Türmen, das ist immer sehr charakteristisch zu sehen. Rathaus scheint hier nicht drauf zu sein, es sei denn, das soll das Rathaus bedeuten. Ein bisschen schwierig, das alles zu interpretieren. Wenn man aus Saalfeld kommt, geht das sicher ein bisschen leichter. Ja, hier nochmal der Blick von weiter, auch wieder das ältere Porträt von 1722. Und immer eben dieser Spruch, Sole, hier steht jetzt Sole et Saale und A Sole Saal, also diese Interpretation hatte ich Ihnen ja gezeigt. Hier sieht man übrigens auch immer Schlägel und Eisen hier unten noch, was ja auch das Bergbausymbol dann darstellen soll. Ich zeige hier mal diese Medaille vom König. Die ist also von 1981 aus DDR-Zeiten, die 5. Bezirksmünzausstellung des Bezirkes Gera. Die war in Saalfeld. Und da ist eben dieses Franziskanerkloster drauf gezeigt, wo die Münzstätte eben war zu der Zeit. Das Wappen von Saalfeld mit den beiden Fischen. Und hier auf der anderen Seite hat man eben auch diesen alten Taler sozusagen imitiert, auch wieder mit Bergbausymbol. Hier nochmal 1723. Naja, das ist auch alles ähnlich. Das sind Varianten. Da können wir jetzt mal was schneller machen. 1725, da ist die Brücke dann nach rechts gerutscht. Und hier sieht man schön nochmal Schlägel und Eisen.
alles Prägungen, die in Saalfeld, in der Münze in Saalfeld erfolgt sind. 1726. Dann hört die Serie auf und es gibt von Sachsen-Meiningen dann noch eine weitere Silberprägung, die im Stil der Bergsegenthaler von Sachsen ist und der Mansfelder von Preußen. Von Bernhard II, Erich Freund, der war von 1803 bis 21 bis 66 regierte der. Also zu der Zeit war er Herzog und vorher war er wahrscheinlich Graf gewesen. Also der hatte, wie gesagt, diesen Ausbeutegulden, also im Prinzip ein Halbtaler von 1829 prägen lassen aus Feinsilber. Prägestätte habe ich nicht gefunden, das ist wohl umstritten, wo der geprägt wurde. Wahrscheinlich sicher nicht in Saalfeld, ich glaube, die Münze, die gab es da gar nicht mehr zu der Zeit, die Münzstätte. 20 eine Mark Feinsilber, das ist also ein halber Konventionstaler im Prinzip oder Ausbeutegulden. Segen des Saalfelder Bergbaus kann sie lesen. Jetzt geht's los mit den Goldprägungen. Wir sind wieder bei dem Johann Ernst, den wir eben schon hatten, und zwar der Ort Reichmannsdorf, den hatte ich ja auch gezeigt. Das geht jetzt, hat natürlich mit Kupferschiefer nichts zu tun. Das ist also Berggold. Das sind praktisch auch Goldquarzgänge, aus denen das dann und Goldseifen, aus denen das Gold gewonnen wurde. Also Berggold. Und ja, das ist der, wie gesagt, Dukat von Reichmannsdorf. Zur Bergbauprägung wird es dadurch, dass der Ort hier drauf steht, wo der Goldbergbau war. Und hier sehen Sie auch eine Goldbergbauszene. Ich zeige das aber gleich auf einem anderen Stück, was noch besser erhalten ist. Das ist ein ganz seltenes Stück. Es gibt übrigens auch Prägungen von 1717 und 1721 in gleichem Motiv. Der von 17 liegt im Münzkabinett in Dresden und der von 21 in der Veste Coburg. Und das Stück, das ist mal auf zwei Auktionen aufgetaucht, also sehr selten. Das war auch in der Preußag-Sammlung drin, die Sie lesen können unten. Die anderen Stücke sind aber abgebildet in dem Buch von Lothar Schumacher über die Goldbergbauprägungen. Hier geht es weiter mit 1723 und 27. Vielleicht kann man das dann hier ganz gut sehen. Achso, hier haben wir nochmal dieses jüngere Porträt mit der langen, mit der Barockperücke hier. Und dann wieder das ältere Porträt, dann, was Sie auf den Talern auch schon gesehen hatten. Also Johannes Ernst Ernestus Dux Saxonie, also Herzog von Sachsen, von Sachsen-Saalfeld. Und auf der Rückseite haben wir dann die Ortsansicht von Reichmannsdorf. Münzmeister Johann M. Edler, IME. Hier oben, die haben keine Münzmeisterzeichen, die sind also auch in Saalfeld in der Münze geprägt. Und hier steht eben jetzt Juliae Cliviae Mont. Naja, den Genitiv, das ist immer ein bisschen schwierig. Also, das heißt von Jülich, Kleve, Berg, Engern und Westphalien. Und dann von Reichmannsdorf. Ne? Der war also praktisch da nicht nur Herzog von Sachsen, sondern eben auch von, die Umschrift geht hier weiter. Von Jülich, Kleve, Berg, Engern und Westfalen. Und das fiel mal durch, das war mal kurze Zeit auch in sächsischem Besitz, diese Gebiete. Und dann eben Reichmannsdorf, können Sie hier lesen, ne? Von Reichmannsdorf 1727. Dann gibt es noch zwei weitere Prägungen, 1728, hier das Chronogramm. Wenn man die großen Buchstaben zusammenzählt, dann und dafür die lateinischen Werte nimmt, X10, V ist 5, C 100, das C, V ist 5, C 100, M ist dann 1000 und D 500. Dann kommt man eben auf die Jahreszahl 1728. Und auch hier wieder, hier steht Ex auro puro aquero Reichmannsdorfianio. Also aus reinem und wahrem Gold. Jetzt sehe ich gerade, Internet ist instabil. Ich hoffe, ich bleibe drin. Ja, ex auro puro aquero, also reinem und echt richtigem Gold. Münzmeister, hier ist Georg Hieronymus Eberhard, GHE. Können Sie hier lesen.
So, und dann kommt noch ein weiterer Dukat, das ist jetzt so ein Nachzügler von 1766. Da steht das auch wieder aus purem und reinem echtem Gold. Reichmannsdorf Jarnow, hier das Stück ist besser erhalten, gibt es aber nur die eine Variante. Und hier geht es jetzt um Ernst Friedrich, 1764 bis 1800 hat er regiert. Förderhaspel bedient, also ganz klarer Hinweis auf Bergbau. Münzmeister war zu der Zeit in Saalfeld Johann Christian Knaus, dafür steht das K hier. Ich gehe nochmal ein Bild zurück, weil auch hier, ich hatte ja versprochen, ich zeige Ihnen, hier sieht man eben auch einen Bergmann, der hier gerade Erz irgendwie sortiert. Und hier auch nochmal die Förderhaspel, auch hier oben sieht man die. Also das zeigt ganz klar, dass das Berggoldgewinnung ist. Also kein Flussgold. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Gebiet. Das ist, mal schauen, ja, Goldistal. Noch eine weitere Goldprägung, eine sehr seltene, würde ich sagen. Und Blankenburg. Das sind aber Silberprägungen. Da geht es auch wieder um Kupferschiefer bei Blankenburg. Und Goldistal gibt es noch so eine singuläre Goldprägung. Und zwar befinden wir uns jetzt in dem Terrain von Schwarzburg. Schwarzburg, die Stadt gibt es ja, da ist das Schloss. Das Stammschloss von den Schwarzburgern hier oben auf dem Berg. Ich war mal dort, waren schon ziemlich Risse da drin. Also das war ziemlich am Zerfallen. Die haben es aber schön restauriert inzwischen. Gerade dieser Saal hier, das heißt glaube ich Königssaal, wo diese ganzen Königsporträts hier drin sind. Das befindet sich also in dem Gebäude. Und das ist an der Rückseite hier von diesem langen Schloss. Da ist sicher noch viel Arbeit zu tun, das zu restaurieren, aber es ist sicherlich wert, das mal zu besichtigen. Und Rudolstadt, ich zeige mal ein paar Impressionen von Sondershausen. Die sind einmal hier, ja, das Schloss, das ist auch sehr eindrucksvoll. Hier in den Innenhof geschaut, das müsste also praktisch die Rückseite, jetzt wenn man hier in diesen Winkel hier reinschaut, oder hier auch, ja. Und das war die eine Residenzstadt und das ist das Wappen noch von Schwarzburg-Sondershausen. Da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein. Und ja, dieser Dukat hier, Ausbeutedukat, da steht also wieder Primitiae Auri Schwarzburgi Goldistalii Producti, also Produkt aus der erste Ausbeute, Goldausbeute aus dem aus dem Goldistaler Bergbau, ja, Schwarzburg-Goldistal. Und da steht dann wieder von Gottes Gnaden Günther, also das ist Günther der, ach Gott, 43. Fürst von Schwarzburg. Und das Schwarzburger Wappen mit dem Doppeladler hier sehr charakteristisch. Die gab es ja auch noch, die Schwarzburger Münzen gab es ja auch noch vom Kaiserreich dann, Schwarzburg-Rudolstadt und Sondershausen. Da haben die ja noch existiert. Das ist auch das Stück aus der Preussack-Sammlung und das ist auch das Stück, was Lothar Schumacher in seinem Buch abgebildet hat. Also ein anderes ist, glaube ich, gar nicht bekannt. Dann kommen wir nach Rudolstadt. Da ist das Schloss, die sogenannte Heidecksburg, oberhalb der Stadt. Hier die Seite zur Stadt hin und hier dann der Schlosshof, also der Innenhof. Und auch hier die Wappen, auch hier das Schwarzburger Wappen wieder gemeinsam. Da gibt es dann eben noch diese Blankenburger, eine Medaille auf die Blankenburger Gruben. Den lateinischen Spruch spare ich jetzt auch mal, den will ich nicht ganz vorlesen und übersetzen. Die Stücke sind von 1750, 130 Exemplare, also auch sehr selten. Münzmeister war hier eben wieder dieser G.H. Eberhard, G.H.E., das hatten wir auch schon auf den Golddukaten gesehen. Auch in Saalfeld geprägt, das lag ja direkt etwas nördlich von Saalfeld. Gibt also Silber- und Zinnabschläge und auch einen Kupferabschlag. Und der Stempel stammt von Stockmar. Hier sehen wir einen sechsstrahligen Stern. Securitas in Concordia, das ist so eine Eintracht, da gibt es auch einen Orden. Eben, das ist so ein französischer Orden, der ist hier dargestellt. Und hier sieht man natürlich den Bergmann mit dem Frosch, also mit der Grubenlampe, wie er gerade in einen Stollen einfährt. Das ist also dann auf die Medaille auf die Blankenburger Gruben von 1750. Und das ist der Kupferabschlag davon. Der ist natürlich wesentlich seltener als der Silberabschlag.
Aber ansonsten gleiche Stempel. Dann gibt es noch von Schwarzburg-Rudolstadt eine Münze, die gelegentlich als Schwarzer Golddukat bezeichnet wird, also als Flussgolddukat aus der Schwarza. In der Schwarza wurde in der Tat, kommt also Gold vor und wurde auch Gold gewaschen. Das Stück hat allerdings eine Auflage hier von etwa 300, ist also nicht so extrem selten. Aber es steht ja nicht drauf, es steht nur Fürstlich Schwarzburg-Rudolstadt Dukaten 1803. Und irgendjemand hat halt das Gerücht, und hier das Wappen, irgendjemand hat das Gerücht in die Welt gesetzt, dass das ein Flussgolddukat wäre. Wahrscheinlich auch, weil er diese Geräte hier in dem Wappen als zur Goldgewinnung diesen Rechen hier interpretiert hat. Ich habe mal in einer Auktion bei Hestivo, habe ich mal gefunden, dieses untere Stück, das obere ist von Künker, dass das eine Überprägung ist auf einem anderen Dukaten, das ist das gleiche hier, nur herausvergrößert, von 1790. Ja. Da hat man also einfach das in einem alten Dukaten überprägt, was natürlich auch noch ein Indiz ist, dass es eben kein originäres Flussgold von Schwarzburg ist. Also ich würde sagen, das ist heute eher angezweifelt, dass das ein Flussgolddukat ist, aber in der Flussgoldliteratur taucht er halt immer noch auf und ja, deswegen sei er hier auch erwähnt. Jetzt kommen wir dann, ich glaube schon nach Kleinreinsdorf, genau. Das war dann hier, das sind jetzt hydrothermale Silberlagerstätten hier ganz am Rande von Thüringen, schon an der Grenze zu Sachsen praktisch. Hier haben wir schon Zwickau und Plauen, das Vogtland. Und hier gibt es noch eine Reihe, hier befinden wir uns jetzt in Reuß. Und zwar gibt es da die Reuß-Greiz und Reuß-Schleiz. Ich zeige Ihnen hier von Greiz das Schloss, auch schon begonnen zu restaurieren. Also ich weiß nicht, ob es inzwischen fertig ist, aber sehr imposant hier auf dem Berg. Also sie haben schon immer sehr große Schlösser gebaut. Und hier das Wappen von Reuß. Das müsste so ein Kranich oder so ein Vogel halt sein. Ja, und zwei Löwen. Und da gibt es eine Serie von Achtel- und Viertel-Speziestaler. Zur Erinnerung, Spezies ist immer dieser Reichsspeziestaler, eine Neuntel Mark Feinsilber, eine Achtel Mark Rauhsilber, also Rauhgewicht. Und deswegen hat er auch dieses 889er Gold, obwohl es ein Achteltaler ist, also relativ klein, 25 mm, aber eben auch die erfüllte Bedingung dieser Speziestaler. Prägestätte wiederum Saalfeld. Also auch wieder der Münzmeister Georg Hieronymus Eberhard, GHE. Und eine Achtel Speziestaler. Ja, ganz klar hier, also Heinrich der Dritte, Heinrich III. Naja, Reuß heißt ja Ruthenium, also praktisch die lateinische Bezeichnung. Ja, und so weiter. Also ich löse das nicht alles auf. Ich glaube, ich habe es aber irgendwo sogar noch oben reingeschrieben, mal schauen. Und Gott segne unseren Silberberg, das steht da immer. Und das ist ja ganz klar eine bergbauliche Darstellung. Sie haben hier die Haspel oben am Berg, den Stolleneingang, den Bergmann mit dem sogenannten Arschleder wieder. Das Planetenzeichen Silber für Mond, das ist die Venus für Kupfer und das müsste Saturn für Blei sein. Und wo habe ich denn? Ich dachte, ich hätte das. Kommt vielleicht später noch, also ich kläre das später noch auf, hier die ganze Titulatur von dem Heinrich III. Wie gesagt, 1751 ist das Stück geprägt. Das Wappen hier ist etwas anders, ohne diese Rokoko-Kartusche. Die anderen Stücke haben dann alle diesen Rokoko-Rahmen hier. Aber ansonsten immer gleich, Gott segne unseren Silberberg. Hier gibt es noch dann auf den Achteltalern von 1702 und 53 dann hier direkt den Bergaufriss, also ein Querschnitt praktisch, oder Seigerriss, oder wie man es auch immer bezeichnen will. Gott erhalte Gott segne unseren Silberberg. Hier wieder jetzt die Haspel mit zwei Haspelknechten. Die Planetenzeichen wieder die gleichen. Und hier die Förderung mit einem Hund oder einem Karren. Also etwa immer gleiche Machart, immer von diesem Heinrich III aus Klein-Reinsdorf. Von diesem Achtel-Speziestaler gibt es auch einen Goldabschlag, der auch in der Preußer-Sammlung, das ist natürlich jetzt kein Gold aus der Grube, sondern einfach ein Goldabschlag mit den Prägestempeln zu Repräsentations- oder Geschenkzwecken.
Also Georg Hieronymus Eberhard wieder hier. Ansonsten wieder die bergbauliche Darstellung, Planetenzeichen. Ja. Und hier wieder die ganze Titulatur, 1753. Also das dürfte auch so quasi ein Unikat sein. Dann kommen wir zu den Vierteltalern. Die sehen ganz ähnlich aus. Gott segne unseren Silberberg. Ein Viertelspezies-Taler sind dann halt größer und schwerer, logischerweise. Wieder die Titulatur von Heinrich dem Dritten Senior, also von der älteren Linie von Reuß. Das war eben Reuß Unterkreiz, Reuß ältere Linie in Unterkreiz jetzt hier. Ja. Auch das Stück ist aus der Preußack-Sammlung. Das unterscheidet sich von den anderen, dass es noch diese, was für die Zeit typisch ist, dieses Kriegsgerät hier hat, Kanonen, Fahnen, Trompeten und so weiter, ja, das Lanzen. Ja, das ist eine Lanze, das hier ist nur die Spitze von der Fahne, von der Fahnenstange. Und Kanonen hier, das findet man häufig auf, kenne ich auch von hessischen Talern zum Beispiel, aus der Zeit. Dann gibt es, ich glaube, hier habe ich die Umschrift dann aufgelöst, gibt es dann von Oberkreis, aus der Linie Oberkreis, von Heinrich dem 11. einen Ausbeutegulden von Klein Reinsdorf. Der hat eine sehr lange Geschichte, weil der Stempelschneider, das war irgendwie, der Stempel war so, dass das praktisch nicht genug Material für die Größe des Stempels und das Gewicht des Ausbeuteguldens da war, sodass dann der immer sehr flau geprägt ist. Also es gibt keine Stücke, die wunderschön ausgeprägt sind. Das war das Beste, was ich gefunden hatte. Ist von der Auktion Höhen hier, 77, 2/3 Taler oder Gulden. Und das ist als Heinrich der 11., von der älteren Linie Reuß. Und da habe ich jetzt, glaube ich, hier oben noch hingeschrieben, genau, Graf von Reuß und Herr von Plauen, P.L. Plauen, Herr von Greiz, Kranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein. Also das war diese Abkürzung hier und die fand sich auf den anderen Münzen auch. Die Titulatur Premium Duquier Nova, also das ist wieder, also die Ausbeute hier, die neue Zuversicht, die Grube heißt die neue Zuversicht, genau. Und das ist das Stück von 1754, auch noch in Saalfeld geprägt. Dieser Gulden entspricht jetzt nicht der Reichsmannsordnung und hat deswegen nur 757er Gold. 440 Exemplare, alle schlecht erhalten, ist sehr selten das Stück. Und schließlich, last but not least, gibt es da noch einen Konventionstaler. Der dürfte auch noch seltener sein. Das ist jetzt auch von der Reuß älteren Linie. Und von Heinrich dem 11., also der gleiche Herrscher, Ausbeutekonventionstaler, da steht auch wieder Bergsegen der neuen Hoffnung, 10 eine feine Mark, das sind dann eben schon die Konventionstaler, nicht mehr eine Neuntel, sondern eine Zehntelmark Feinsilber, die hatten dann auch das Feingewicht 833, immer auch das Stück ist unter Knaust, Johann Christian Knaust in Saalfeld geprägt und der Stempelschneider ist Philipp Friedrich Stockmar. Ansonsten, ja, also Bergsegen der neuen Hoffnung, das macht es zur Bergbauprägung, weil die Grube darauf gezeichnet ist. Ich glaube, ja, damit bin ich durch mit den Prägungen. Ich möchte nochmal hier, hatte ich schon eingangs erwähnt, das Buch von Lothar Schumacher vorstellen, was ja im August letzten Jahres erschien, von den Freiberger Münzfreunden, 425 Seiten, ca. 1200 Farbabbildungen. Die Größen, die sind alle normiert, also entweder vergrößert oder verkleinert. Und da ist alles drin, was aus Europa zum Thema Bergbau und Gold bekannt ist. Alle Stempelvarianten und so weiter. Also eine wahnsinnige Arbeit, 1200 Farbabbildungen darin. Das möchte ich nochmal, wenn Sie sich gerade auch für die goldenen Prägungen da interessieren, dann ist das sicherlich sehr empfehlenswert. Damit möchte ich dann eigentlich den Vortrag schließen. Und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wenn Sie noch Fragen haben, stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch unsererseits. Gibt es denn Fragen? Achso, ich würde erstmal die